Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir gehen so langsam in die heiße Wahlkampfphase vor der Kommunal- und Europawahl. Wir hatten einen guten Auftakt, einmal mit dem Tag der Arbeit, wo nochmal deutlich wurde, dass wir Sozialdemokraten für gute Arbeit stehen, für gerechte Mindestlöhne, dass wir dafür stehen, dass Menschen nach langer Arbeit auch eine ordentliche Rente bekommen. Ein Auftakt war auch die Veranstaltung in Dortmund. Martin Schulz, unsere Landesvorsitzende Hannelore Kraft und der Oberbürgermeister von Dortmund haben nochmal klargemacht, wie Europa und Land und Kommune gemeinsam das Leben der Menschen gestalten können. Hannelore Kraft hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass Menschen nach ihrem Einkommen gerecht Steuern zahlen, dass diejenigen, die sich einer Steuer vorbeidrängen, dazu beitragen, dass Kitas eben nicht finanziert werden können, dass Straßen eben nicht ausgebaut werden können, obwohl sie diese Einrichtungen brauchen, obwohl unser Land diese Einrichtungen ganz nötig hat, um in die Zukunft zu gehen. Martin Schulz hat mir nochmal aus dem Herzen gesprochen, als er deutlich gemacht hat, dass Europa transparent werden muss, dass Europa aber auch als Friedensmacht wichtige Aufgaben haben. Und das wissen wir nur allzu gut, wenn wir Richtung Krim blicken, wie wichtig hier eine europäische, klare Linie ist und ein Zusammenstehen in solchen schwierigen Fragen, die entscheidend sind für die Gesundheit und für die Menschen auf der Halbinsel Krim. Martin Schulz hat auch klargemacht, dass das transparente Europa, das ihm vorschwebt, dazu beiträgt, dass wir, wenn wir mit Blick auf das Freihandelsabkommen gucken, dass unsere Standards im Bereich Umwelt, im Bereich Arbeit ganz klar europäische Standards sind, wo wir alle zusammenstehen müssen. Und Europa auch hier mit geschlossener einer Stimme sprechen muss, einer Stimme eines EU-Kommissionspräsidenten mit sozialdemokratischem Parteibuch, ist meine Auffassung. Dafür stehen wir ein, dafür stehen wir in den Einkaufszonen. Dazu sollten wir Ja sagen. Gut gefallen hat mir die Aussage von Uli Sierau, als er gefragt wurde, dass Dortmund eine Stadt aller Menschen ist. Dortmund ist in der jahrhundertelangen Geschichte immer ein Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen und von verschiedenen Menschen gewesen. Deswegen hat er deutlich ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Wir haben in der letzten Woche erlebt, dass ein Fußballer ganz mies behandelt wurde und mit rassistischen Parolen überzogen wurde. Deswegen auch mein Zeichen, diese Banane, ihr werdet euch wundern darüber, ein Zeichen Rassismus, Null Toleranz gegenüber Rassisten. Das ist für uns ganz klar. In diesem Sinne, Glück auf!